Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. Heute bei diesem Video mal nicht aus meiner Küche, sondern von meinem Büroplatz, von meinem Arbeitsplatz. Ihr kennt das auch, wo man als Fotograf ja doch leider ziemlich viel Zeit verbringt am Computer, um die Bilder, um seine Bilder aufzubereiten, zu bearbeiten und so weiter. Das soll aber nicht das Thema von diesem Video sein, sondern ich war in diesem Jahr trotz alledem des Ganzen, was mit Corona zu tun hat und so weiter, doch recht häufig in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um dort zu fotografieren. Und da sind meine Frau und ich des Öfteren gewesen. Einige Videos darüber von unseren Touren habt ihr ja auch schon gesehen, wie zum Beispiel das mit der Peene, dem Amazonas des Nordens, oder wo ich auch am Warnkasee mal ganz kurz für eine Kurztour dort gewesen bin. Nur noch ein paar andere Touren, die wir da hin gemacht haben nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ganz gerne dort oben unterwegs, eine wunderbare Landschaft. Bei der einen Tour, wo wir dort oben waren, da sind wir auf dem Campingplatz gewesen. Das ist auch meistens so unsere Unterkunft, wenn wir unterwegs sind. Man kann autark unterwegs sein und kommen und gehen, wann man will. Brauche ich nicht erzählen, der eine oder andere von euch wird es sicherlich auch selbst wissen. Also waren wir dort auf dem Campingplatz und was ich eigentlich recht spät erst rausgefunden habe, weil wir sind von dem Campingplatz aus immer so ein paar Meter zu Fuß gegangen, die Gegend erkunden oder auch mit dem Auto unterwegs gewesen. Und an einem nicht ganz so schönen Tag bin ich dann mal so die nähere Umgebung von dem Campingplatz erkunden gewesen mit der Kamera und habe dann dort, einen Garagenpark oder Garagenanlage gefunden, direkt am Campingplatz gelegen. Hatte ich so gar nicht entdeckt gehabt. Und da ihr ja wisst, dass ich ein absoluter Fan von Farben, Farbverläufen, Linien, Strukturen und sowas bin, sind mir dort die Garagentore direkt ins Auge gefallen und durch ihre Strukturen, sehr alte Garagentore, wo die Farbe schon abgeblättert war, sehr bunt, sehr viele strukturreiche Motive, und da habe ich natürlich dann sofort angefangen zu fotografieren. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe, es waren viel, wirklich viele Garagen, bestimmt 60 Garagentore fotografiert innerhalb von vielleicht 45 Minuten. Das ging zack auf zack. Und bei der Fotografie dort habe ich dann meine Kamera die ISO-Zahl auf Automatik gestellt gehabt und habe dann die Blendenvorwahl genommen. Da wird ja dann auch die Verschlusszeit auch automatisch von der Kamera ermittelt, weil ich wollte da gar nicht so einen großen Aufwand in dem Moment betreiben. Ich habe auch kein Stativ verwendet und das war eigentlich so die beste Variante. Ich habe die Aufnahmen mit meiner alten EOS 6D gemacht gehabt und dem 2400 5mm Sigma Art Objektiv. Die Blende hatte ich dort auf 8 gestellt, um ein bisschen Tiefenschärfe auch zu haben, damit ich richtig schön knackig scharfe Bilder bekomme. Hat sehr gut funktioniert. Die Bilder, die zeige ich euch ganz zum Ende diesen Videos, weil es sind doch schon einige. Ich möchte auch euch einige von den Garagentoren zeigen. Diese ganzen sind zwar alles Garagentore, aber alle unterschiedlich. Lehnt euch dann zurück, genießt es, genießt die Farben, die Strukturen, und es zeigt auch, dass praktisch, wenn man ein Motiv hat, beziehungsweise ja im Grunde ein und dasselbe Motiv, aber in unterschiedlichen Varianten, dass es immer wieder anders aussieht, und es macht einfach Spaß, da nicht nur das Garagentor an sich zu fotografieren. Ich habe auch ein paar Detailaufnahmen gemacht. Es macht einfach nur Spaß. Und auch wenn ich recht zügig fotografiert habe in diesem Moment, was sonst so nicht meine Art ist, sind doch, finde ich, sehr viele schöne, trotz alledem unterschiedliche Aufnahmen entstanden. Und wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs bin, dort zu Fuß unterwegs bin, mit dem Auto, habe ich immer, gerade mit dem Auto, meine Frau regt sich manchmal auch schon drüber auf, dann sehe ich im Augenwinkel etwas, dreht mehr oder weniger auf die Bremse, wende, fahre zurück, steige aus dem Auto aus, habe die Kamera immer griffbereit auf der Rückbank
liegen und muss dann mal schauen. Und meistens sind es diese Motive, wie ich gesagt habe, ich bin Fan halt von diesen Linien, Strukturen und so weiter, sind es Hauseingangstüren, alte Hauseingangstüren oder alte Fenster, Tore, Türen, Scheunentore. Und da ist natürlich Mecklenburg-Vorpommern und der ganze östliche Bereich von Deutschland eine wunderbare Sache für diese Art der Fotografie. Es gibt dort viele, ja leider viele Ruinen, verlassene einzelstehende Häuser, verlassene alte Bauernhöfe, Herrenhäuser und so weiter. Auch ein Eldorado für diejenigen von euch, die gerne Lost Places aufsuchen und dort dann halt auf Erkundung gehen und schöne Fotos auch dann schießen. Und meine Frau und ich, wir sind, wie gesagt, bei zwei Touren auch einige solche alten Gebäude ja über den Weg gelaufen, haben wir gefunden. Und wir sind allerdings nicht hineingegangen, sondern uns interessiert dann mehr, wie gesagt, diese Türen. Und für mich ist das Faszinierende dabei, bei solchen alten Türen, nicht nur das Motiv an sich. Wie gesagt, auch wenn ich da wiederhole, mit diesen abgeplatzten Farben und so weiter, die Strukturen, die sich dadurch entwickeln und so weiter, sondern auch das Interessante dabei ist, wer ist durch diese Tür hindurchgegangen? Wie viele Menschen in der gesamten Zeit, wo diese Tür, diese Hauseingangstür dort ist, dieses Geheimnisvolle auch, was geschah hinter diesen Türen alles für schöne Sachen, für Schicksalsschläge vielleicht auch oder kleine und große Geschichten halt oder hinter alten Fenstern und auch hinter den Garagentoren zum Beispiel, wie ich eingangs gesagt habe, die ich fotografiert habe, was befindet sich noch hinter diesen Toren, in diesen alten Garagen. Ich meine, ich habe keinen Röntgenblick. Und das ist das Geheimnisvolle dabei und es macht einfach Spaß, dann auch das zu fotografieren. Und da ich das ja schon eine ganze Weile mache, bin ich Fan von diesen vielleicht auch ein bisschen kreativen, abstrakten Motiven, Linien, Farbverläufe, Farben, Strukturen und so weiter und so fort, bin ich auch dazu übergegangen, in den letzten Jahren nicht nur Landschaften, Tiere und so weiter zu fotografieren, die Naturfotografie, sondern auch das, was wir Menschen auf unserem Planeten treiben halt, wie wir die Natur mit unserem Handeln und Tun verändern. Und da gehören natürlich auch Häuser, Garagentore und da hat sich in den letzten Jahren mein fotografisches Interesse halt doch ein bisschen erweitert, weil wir Menschen gehören ja auch zur Natur. Und mit allem Tun und Handeln, was wir machen, verändern wir, beeinflussen wir die Natur ja auch zum Guten, leider auch zum Schlechten. Und das gehört natürlich dann auch wiederum meiner Meinung nach im weitesten Sinne zur Naturfotografie. Aber da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Das gehört auch jetzt nicht unbedingt zu dem Thema von diesem Video. Ich zeige euch jetzt mal die Aufnahmen, die ersten Aufnahmen, die ich gemacht habe und dann zum Ende die Aufnahmen von den Garagentoren. Ich hoffe, es gefällt euch und gibt euch so einen kleinen kreativen, Schub, vielleicht selbst auch mal auf die Suche zu gehen und die Augen aufzuhalten, um solche tollen Motive zu finden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Betrachten der Bilder. Bis zum nächsten Mal und habt Spaß mit der Kamera in der Hand. Euer Alexander.